Das habe ich jetzt alles nicht gehört. Das habe ich gar Ja. nicht. Okay, ich sage jetzt einfach mal, die Uhr tickt und wir haben gleich 14 Uhr. Vielleicht nochmal einen Schluck aus der Wasserflasche zu sich nehmen, damit die Stimme nachher nicht versagt. Aber ich glaube, ich habe wirklich einen Redner, dem das nicht passieren wird. Wird okay sein. So, liebe Teilnehmer, es ist 14 Uhr, es ist Webinarzeit bei der FKT und ich begrüße Sie alle recht herzlich bei unserem Webinar, das sich heute mit einem sehr neuen Thema, Audio-Video-Bridging und dem SMPTE-Standard 2022 befassen wird. Dazu habe ich einen Gast wieder einladen dürfen, der sich bereit erklärt hat, kompetent zu diesem Thema uns alle zu informieren. Es ist Peter Schuth, der CTO von der Firma Axon in den Niederlanden. Sicherlich vielen der Teilnehmer unseres Webinars bekannt als das Unternehmen, das die entsprechenden Schnittstellen im Bereich Audio und Video zur Verfügung stellen kann und sich wirklich tiefgreifend auch mit neuen Standards und all damit verbundenen Möglichkeiten auseinandersetzt. Die Vita kann gegebenenfalls jeder zu Peter Schuth auf unserer Anmelde-Webseite nachlesen. Deswegen erspare ich mir das einfach hier. Ich sage nur so viel. Peter Schuth ist nicht nur in der Hardware-Entwicklung, sondern auch in der Software-Entwicklung tätig und kennt sich allerbestens aus. Ich habe ihn über mehrere wirklich tolle Gespräche schon als sehr kompetenten Partner kennengelernt und gebe ihm jetzt einfach mal das Wort und sage, Peter Schuth, bitteschön, das Thema gehört jetzt Ihnen und Sie dürfen beginnen. Vielen Dank. Ich werde vielen Dank für dass Sie alle da sind. Heute möchte ich es gerne haben über Video über IP in eine Broadcast-Anwendung. Und ich habe das letztes Januar auch habe ich darüber gesprochen. Jetzt werden wir in eine andere in Deutschland. Jetzt habe ich wieder mehr Details. Wir lernen auch die Applikation wird immer deutlicher, immer klarer. Und weil meiste von uns, ich auch, von einem Broadcast-Hintergrund kommen, müssen wir auch ein bisschen langsam daran gewöhnen, was die Änderungen ein SDI-Signal Richtung eine Netzwerkstecker geht. Auf NAB haben wir etwas gezeigt, eine richtige Weltpremiere, wo wir unkomprimierte 1080p 3 Gig über ein 10 Gig Schnittstelle geschickt haben, mit einer sehr niedrigen Verzögerung. Und wir haben das dann auch das Ende SDIs genannt. Das ist selbstverständlich ein bisschen früh, aber ich denke doch, dass wir in die Richtung gehen. Okay, warum Video über IP oder soll ich IT sagen? Weil wir sprechen über ein Layer 2 Umgebung. Unsere Branche, die verwendet seit sehr lange eine Schnittstelle für Kabelverbindungen, die wir SDI nennen. Das war 20 Jahre her 270 Megabit. Es ist jetzt ein bisschen schneller geworden, bis zu 3 Gig. Aber insgesamt noch immer ein Kabel pro Quelle in eine Richtung. Die SDI ist eine Schnittstelle, die eigentlich nur in eine Richtung geht und auch nur ein Signal gleichzeitig. Okay, es gibt Embedded Audio und ein bisschen in den V-Lücke, aber das war es. Um das zu verteilen, benutzen wir
eine Kreuzschiene. Ein Kühlschrank mit Schalter. Am Ende der Tage ist es eine Technologie, die wir kennen von den ersten Generation Telefon-Schnittstellen. Also ja, eine Kabel pro Signal, da wird etwas geschaltet. Okay, es ist ein Silicon Schaltung, nicht eine Relais oder so. Aber am Ende ist es doch eine ziemlich einfache Kreuzstruktur. Verzeihung, das war mein Telefon mal daneben. Warum möchten wir gerne nach etwas anderes gehen? Und das ist nicht neu. Auf IBC 2006, da war ein Person, die war beschäftigt mit das Projekt BBC Scotland. Und er hat gesagt, ich möchte jetzt ein neues Gebäude bauen und ich werde kein Coax benutzen. Okay, das war auch ein bisschen früh für uns. Ich habe ihm noch gesagt, benutzen ein bisschen Coax gerne. Hat er am Ende auch gemacht. Aber fast 7 Jahre her war das schon ein Wunsch, dass die interne Verteilung nicht über eine konventionelle Kreuzschiene geht, aber über eine Netzwerktopologie. Das Vorteil würde sein, dass die IT-Technologie, die hat wird in viele größere Stückzahlen gebouwd, hat dabei eine günstigere Preise. Die Preiserosion ist auch schneller, die Produkte werden schneller billiger, wenn die Geschwindigkeit hochgeht. Unsere Industrie kennt eine sehr geringe Preiserosion. Ja, 5 Jahre her war 3 Gig ein bisschen noch ein Premium. Jetzt ist das stabilisiert und die Preis ist ziemlich stabil für die Geräte, weil unsere Industrie ziemlich klein ist. Ich kann dazu sagen, dass die IT-Branche hat für 2013 Geräte mit einem 10 Gig Anschluss ist eingeschätzt für 9 Milliarden US-Dollar. Das ist viele Male größer als die komplette Hardware-Anzahl in unserer Industrie. Und ja, dazu kommt noch, und ich werde das später erklären, eine Flexibilität, die viele Male größer ist. Also, was ist heute das Nachteil? Warum möchten wir etwas Neues haben? Ja, die zentrale Router ist ein typischer Nachteil. Das heißt, jeder Kabel geht zum Zentrum. Das heißt auch, dass Leute, die lokal Signalen voneinander benutzen, werden doch immer nach das Zentrum geschickt. Die Verdrahtung und das Transport über größere Länge, die ist auch nicht integriert ins Netzwerk, in zentrale Router, die zentrale Router. Das ist Kühlschrank im Mitte und jeder Signal, und bei größere Länge muss auch jeder Signal auf Fiber gebracht werden und da ist keine Art von Multiplexing da. Das heißt, dass zwei Leute können nebeneinander etwas voneinander benutzen und das Signal, das geht über die zentrale Kreuzschiene. Und das ist ein bisschen schlimm eigentlich am Ende der Tage. Also eine Ethernet-basierte Lösung, die ermöglicht die dezentrale netzwerkfähige Signalverteilung. Und dort ist das Routen und das Transport in eine Ebene, in eine Single-Layer-Infrastruktur gebracht. Und es hat noch mehr Vorteile. Und die werde ich alle nennen. Heute. Also, wie sieht heute zutage eine typische Produktions Infrastruktur aus. Also wir sprechen mit AVB über unkomprimierte, sehr niedrige Verzögerung. Wir haben jetzt ein System, das innerhalb von 2 Millisekunden jedes Signal von A nach B
schleift bis zu 7 IT-Switches in der Mitte. Also das Signal darf 7 Switches durchgehen und dann noch bleibt es der totale Verzögerung in 2 Millisekunden. Wir sprechen also über Produktionsvideo, unkomprimierte native Produktionsvideo. Wie sieht so etwas aus? Hier habe ich ein Schallbild, das ist ein bisschen abstraktes Schallbild von ein kleiner Studio oder eine U-Wagen für eine Produktion. Und was sieht man dort? In der Mitte ist selbstverständlich die zentrale Kreuzschiene. Alle Drähtchen gehen auch nach der Mitte. Was wir auch sehen, ist eine zentrale Referenz, ein Clock mit der Verteilung. Und das ist schon ein richtiges Stück Infrastruktur. Wir waren in der Lage, eine der schönsten neue Installationen Europas zu bauen, BSkyB in London, England. Und dort haben wir, und Sie werden alle sitzen, 410 8-Ausgang Distributionsverstärker verkauft, um das Gebäude in einen Rhythmus tanzen zu lassen. Das heißt, rechts und rechts und rechts, um eine 50, 60 alte Technologie in das Gebäude zu verteilen und alle Geräte an eine Referenz zu locken. Dazu gehört Kilometers von Kabel und auch sehr viele Rack-Units, Höheeinheiten an Verteilverstärker. Also das purpele Drähtchen hier in der Infrastruktur kann in einem schlimmsten Fall eine sehr große Einwand sein. Mit viel. Es ist nicht unbedingt sehr teuer, aber von Labor her, also Arbeit und Platz, ist es doch eine ziemliche Infrastruktur. Ja, und was sieht man auch? Viele Kabel, oft in große parallele Strängen, die durch die Infrastruktur, wie das eine der ersten Bilder, die ich gezeigt habe, wunderschön verkabelt. Das kann gesagt werden, aber da wird eine Menge Anzahl Meters Kabel benutzt. Auch in einem U-Wagen werden viele Kilometer Kabel verwendet werden, was auch das Gewicht oft beeinflusst. Und was man auch sieht, ist dat es gibt schon bereits eine Menge Ethernet-Produkte. Da sind Switches sind erin. Vielleicht gibt es Audioshows sogar über Ethernet. Aber auch eine Shader-Funktion, den Tally UMD, Steuerung von anderen Geräten, geht oft über eine IT-basierte Strecke, Ebene, um etwas zu steuern oder zu registrieren, wie Alarmlogging und so weiter. Und das ist eigentlich eine typische abstrakte Infrastruktur. Und dann möchte ich Sie bitte mal anzugucken, wenn ich den nächsten Bild zeige, wie es in unserer in der neuen Umgebung aussehen könnte. Und das wird so sein. Und da ändert sich ein bisschen. Im Prinzip ist eine Menge von alle Geräten noch da, aber was ist neu? Die zentrale Kreuzschiene, die ist ersetzt worden von einer dezentrale Signalverteilung. Mehrere Switches, ich habe hier 100 Gigabit Backbone Switches gezeichnet. Das können meer oder wenig zijn, abhängig von dem physischen Abstand zwischen die Geräten und wie groß soll die Backbone sein. Sie werden sagen, okay, 100 Gigabit, so viel ist das nicht. Wenn ich einen 500 Quadrat Router benutze, Kreuzschiene benutze, dann habe ich 500 mal 3 Gig als Backbone Geschwindigkeit. Ja, das stimmt. Aber in einer konventionellen Kreuzschiene-Anwendung wird die Kreuzschiene auch als Verteiler benutzt. Also ein Kamerasignal wird nach den Shader-Position gehen, nach den Multiviewer gehen, er geht nach die Vision Mixer
und er geht nach einer Slow-Mo-Maschine. Das alles macht der Kreuzschienen. Und wenn man zurückguckt, ist das nur eine unique Quelle. In einer AVB-Ethernet-Umgebung ist das automatisch. AVB-Ethernet ist eine Multicast. Und man kann ein bestimmtes Signal so oft, wie man gerne haben möchte, aus die IT-Switch herausholen, ohne dass das extra Backbone-Geschwindigkeit benutzt. Das ist also eine natürliche Vorteil. Was soll man angucken, wenn man so eine Installation vorbereitet? Wie viel unieke Quellen habe ich? Und das ist die Größe von Ihrer Backbone. Okay. Ein nächstes Vorteil. Die zentrale Referenz. Das ist jetzt ein Gerät. Wir bauen so einer. Die wie normale SPG an eine GPS-Module synchronisiert wird. Und man benutzt nur ein RJ45 Drehchen nach einer der Switches, IT-Switches. Und das ganze System ist am Referenz gelockt. Ein sehr, sehr großer Vorteil im Infrastruktur, weil den Referenz ist Teil der AVB Backbone. Ich komme noch dazu, wie das in Praxis geht. Ja, und was ich denke auch, man sieht, ja, wo sind die Kabel? Die Kabel, das wird viel geringer. Selbstverständlich hat man noch immer so viel Kabel als Geräten, aber die werden nicht in die große Parallelstrecken von Raum nach Raum geroutet. Nein, die werden multiplexed über ein IT-Backbone-Fiber und so von Raum nach Raum oder von Kameragruppen nach U-Wagen geschickt. Die Infrastruktur, die schon Ethernet benutzt, ja, die kann jetzt die gleiche Netzwerk-Backbone benutzen. Und das geht nicht falsch. Und auch das werde ich mal erklären, warum das geht und warum das nicht falsch geht. Also, ja, ich hoffe, dass das ein bisschen erklärt, was wir als den Zukunft sehen, den Änderung in unsere Backbone-Infrastruktur. Ja, okay, das Ethernet, wie wir das kennen, warum war das eigentlich nicht so ideaal? Überhaupt nicht ideaal. Und viele Leute werden sagen, es wird nie gehen. Oké, Ethernet, wie wir das jetzt kennen, hat eine Best Effort Delivery Strategie. Das heißt, die Daten werden ankommen, aber frag mich nicht, wann. Es kommt, es kann ein bisschen schneller gehen, ein bisschen langsamer. Das hängt ab von der Tag und was noch mehr passiert auf das Netzwerk. Es ist non-deterministic. Das heißt, die Ethernet ist schwierig zu planen. Es ist keine feste Regel, in wie die Signale den Ablauf haben. Es ist auch oft etwas anderes. Es ist nicht synchron. Ethernet, wie es jetzt gibt, hat keine Zeitebene und Timing kombiniert mit den Paketen oder den Payloads von Daten. Und was auch noch wichtig ist, eine Ethernet-Umgebung hat keine Ahnung, was für Paketen, was für Datenpaketen voorbij komen. Jedes Paket ist gleich. Diese vier typische, aber Showstoppers, wie wir das in Englisch nennen, haben dafür gesorgt, dass Ethernet bislang kein richtige Backbone sein könnte in eine synchrone low latency infrastruktur. AVB hat eine Lösung für diese vier Probleme und die werde ich jetzt zeigen. Und ich hoffe, dass Sie damit verstehen, dass das sogar gehen könnte. Ich kann nicht sagen, es geht auch richtig. Zwei Jahre her, wenn wir angefangen haben, an die Technologie zu bauen und zu messen, haben wir auch gesagt, ja, in Theorie wird es gehen. En de laatste jaren, aanvang deze jaren, hebben we gezegd kunnen, ja, het gaat richtig. En we waren eigenlijk ook een beetje begeisterd. Maar die theorie, die zegt dat het gaan zouden, en dat maakt het ook. Ja, veel gronden waarom de
den original Ethernet nicht ideal waren als Videoinfrastruktur. Was bringt AVB? AVB bringt Bandbreite reserveren, Bandwidth Reservation, Traffic Shaping, das Managen der Signallast, Timing und Synchronisierung und die Konfiguration. Konfiguration ist nicht so speziell, sehr wichtig für AVB, aber ist nicht das Unterschied. Die drei andere Technologien, und Sie müssen das sehen, es ist eine Software-Technologie in der Endgeräte, also ein Kamera kann eine AVB Node werden, aber eine IT-Switch muss ein bisschen extra Software haben, um das Ding AVB tauglich zu machen. Schöne ist, dass 90% der Switches, die man jetzt verkauft, in Theorie hochgerüstet werden können, um AVB fähig zu werden. Und wir haben schon von mehrere Herstellern gehört, dass vor das Ende des Jahres eine Gruppe der Produkte AVB tauglich sein. Heute ist die einzige Extreme Netzwerk, die habe ich hier auch in einer Bilder benutzt, aber mehr werden folgen und richtig schnell. Da gibt es noch ein paar Terminologien, die ich gerne sagen möchte, weil AVB hat sich angefangen im Audiobereich, ist einige der Terminologien audiobasiert. Den ersten ist ein Stream, das kann auch Video sein, das ist ein Signal und die kann mehrere Kanäle, Audio oder Video, in einem Netzwerk sein. So ein Stream kann eine Kombination von Signalen sein. Dann hat man einen Talker, das ist richtig Audio, das ist die Einheit in das AVB-Netzwerk, die ein Stream sendet. Also ein Kamera wird ein Talker werden. Dann hat man einen Listener, das ist das Ding, was AVB anhört und das empfangen kann. Also ein Bildschirm würde ein Listener werden. Ein Slow-Mo-Server ist ein Listener und ein Talker in eins. Dann haben wir noch den Controller. Und den Controller ist eigentlich das Gerät, das die Konfiguration übernimmt, die dafür den Netzwerkverbindungen darstellt. Es ist nicht so, dass wenn ich ein RJ45 AVB-Stecker sehe und ich schalte meine Kamera hinein, dass auch das Ding gleich Bild auf das Netzwerk schickt. Da ist eine Protokoll, die ich auch noch erklären will und auch für einige Sicherheit sorgt. Also wo kommt AVB her? Die Audio-Video-Bridging ist eine Zusammennahme für einige Standards, die unter den IEEE 802.1 geht. Es gibt drei zusätzliche Techniken, die AS, den QAT und den QAV, und das sind die Software-Technologien, die ein normales Netzwerk synchron, stabil und protected, also beschirmt für falsche Benutzung. Ich werde die alle drei hier auch erklären. Die Synchronisierung, eine sehr wichtige. Was ist AVB-Synchronisierung? AVB garantiert ein absolutes Timing von alle Geräten, alle Nodes in ein Netzwerk. Da geht eine Zeitstempel über den Ethernet-Kabel. Das Ding ist groß, 80 Bit groß. Und die hat eine Zeit, die von einer Epoch kommt. Epoch ist es gibt mehrere Epoch-Signalen. Wir benutzen jetzt den Epoch von januari 1.1.1970. Also auf diesem Punkt, da war ein Big Bang, alle Frames waren synchronisiert. Da ist ein Mann, die hat sich gesagt, jetzt gehe ich mal zahlen und ich zahle den Frames, die vorbeikommen. Das Ding, der Mann geht noch immer. Also wir haben eine absolute Zeit in Frames, worüber wir sprechen. Also wenn ein Kamerasignal in einer AVB-Umgebung seine Frames herstellt, bekommen die eine Zeitstempel, die absoluut is. En wenn zwei Kameras in zwei Länder in Theorie
gleichzeitig gehen, werden die Frames auch den absoluten Sync haben. Es gibt in jeder 1001 Sekunden 30.000 NTSC Frames und 25.025 PAL Frames. Selbstverständlich werden das in einer Niederfrequenz über das Netzwerk gehen und eine PLL am Endnodes wird die absolute Zeit darstellen. Da möchte ich noch etwas zufügen. Sie werden sagen, okay, das ist schön, aber wenn ein Paket mit einer Zeitstempel durch den Switch geht, dann muss er vielleicht ein bisschen warten. Das stimmt. Er wird nie lange warten. Die Größe der Pakete in einer AVB-Umgebung ist maximal 1500 Bytes. Aber ja, wenn da ein Videopaket vorbeikommt, also eine Viertelzeile oft in HD, dann muss die Zeitstempel warten. Und was passiert? Weil der Switch auch sich bekannt hat mit dem Epoch, kann er sagen, okay, mein Zeitstempel hat, ich weiß nicht, 50 Mikrosekunden oder 160 Mikrosekunden gewartet, weil das war de Zeit, dass er im Buffer war. Dann gibt es ein freies Feld in den 80-Bit Zeitstempel und die wird dann mit der Zeit erhöht, dass das Zeitstempel gewartet hat. Und damit, und das ist schön, kommt vielleicht den Zeitstempel ein bisschen zu spät, aber er weiß genau, wie spät. Und das macht, dass das komplette System 100% synchron ist und dass jeder Node sogar ohne Fehler, ohne Phasefehler, doch synchron ist. Was wir jetzt benutzen, den Black and Burst, das Ding hat eine bestimmte Verzögerung und wenn es durch drei Vertaalverstärker geht und 500 Meter Kabel, dann kommt die später aan und das weiß nie. Und dann muss man immer auch Korrekturen bauen, wenn so ein Signal wieder zurückkommt, waar daar Phasenunterschiede sind. Okay. Bisschen über das die Synchronisierung. Das Vorteil hier ist die absolute Timing des Nodes. Man benutzt deshalb keine spezielle Infrastruktur, keine zusätzliche Kabel und auch keine Referenztaktverteiler. An sich für Axan nicht ideal, aber das Ding ist jetzt auch 60 Jahre alt. Es ist Zeit für etwas Neues. Aber eine erhebliche Einsparpotenzial in Arbeit und in Hardware. Wie sieht das aus? Sie sind jetzt dabei, wie meine PowerPoint-Präsentation 100% AVB-tauglich ist. Und wenn Sie richtig gut angucken, werden Sie sehen, dass sogar bei Kilometers von mich erweitert, jeder Zahl gleichzeitig hochgeht. Ich kann auch zurückgehen, aber nein, das ist ein Witz. Es ist nur om ze te zeggen, die tijdebene die is over in het netwerk, in het lokale netwerk, is het een layer 2 netwerk. Also es wordt nur in deze productionsomgeving benutzt werden, is die tijd 100% synchroon. Ja, zelfverständlich. Ja. Wenn ich das gut verstehe, eine Quality of Service, wie bei einem publiken Netzwerk sehr wichtig ist,
die is hier in dat systeem garantieerd. Ik hoop dat dat in mijn volgende slides duidelijk werd. Es gibt kein retries. Wenn ein Paket nicht da kommt, am anderen Ende, wird es nie kommen. Die Buffer sind auch klein. Das Netzwerk ist so konstruiert, dass bis das Netzwerk benutzt ist, bis das es voll ist, kann man Payload, Audio- und Videodaten hin und her schicken. Da oben wird neue Daten nicht erlaubt. Das heißt, wenn das Ding voll ist, ist es voll. Der nächste Strom, die dann dazu kommt, die geht nicht. Ich werde das in mein Schaltbild gerade nochmal zeigen. Das heißt, die Paketen, die das Netzwerk eingeschickt werden, die bekommen ein Zeitstempel, wann sie herauskommen. Das ist in das Netzwerk vorgesehen. In einem großen Netzwerk mit so einer maximalen Kaskadierung von 7 Switches kann das innerhalb 2 Millisekunden. Aber das heißt auch, dass wenn ein Signal, ein Switch hineingeht und gleich wieder herauskommt, dass die dann in den Endnode, also nicht in den Switch, aber in den Listener, für 1,9 Millisekunden verzögert wird. Weil das ist das Prinzip, das System. Eine vollständige automatische Quality of Service ist das die Technologie, die da untergeht. Beantwortet das ein bisschen Ihre Frage? Ja, nein, das ist nicht möglich. Ich denke, dass die Slides, die ich gerade zeige, ich hoffe, das erklären. Wenn nicht, versuche ich das noch ein bisschen weiter zu erklären. Ist das okay? Okay. Also, eine wichtige Technologie in das AVB-Netzwerk ist die Stream Reservation oder Admission Control. Jedes Port auf das Netzwerk wird eingestellt, wie viel Prozent der Geschwindigkeit benutzt wird für den wichtigen Audio, Video und eigentlich auch den Referenz und was für Legacy, was für Control und andere Data dargestellt ist. Die Audio-Leute haben das normalisiert auf 75 und 25. Ich denke, wenn man ein 100 Gig Netzwerk hat, dass das Unterschied größer ist. Aber das heißt, wenn man sagt 75-25, dann habe ich 75% des Netzwerks kann ich fast vollständig benutzen für Audio-Video-Daten. Die 25%, die werden benutzt für andere Daten. Wenn ich zum Beispiel Paket von Video mit AVB Erkennung kommt vorbei, dann sagt der Switch, okay, Sie haben erstmal eine höhere Priorität, Sie können gleich weitergehen und die wird durch das Netzwerk geschickt. Zweite, dritte, vierte, ähnliche Pakete auch. Kommt da ein E-Mail vorbei oder jemand versucht einen FTP-Server vollständig herunterzuladen, dann werden Sie nur maximal die 25% der Bandbreite, was man eingestellt hat. Das heißt, wenn man mehr benutzt, dann, ich weiß das deutsche Wort nicht, dann trottelt Geschwindigkeit bis zu 25. Wenn das auch 10 Gig ist, 2,5 Gig wird dann maximal benutzt für den anderen Daten.
Und die kann nie einfressen in den wichtigen 75%. Deshalb ist auch die Verzeihung. Ja. Ja, es ist also, man hat Quality of Service, wenn man ein großes Netzwerk Switch kauft, dann kann man bestimmte Bandbreite voreinstellen für eine bestimmte Strecke. Hier ist das Daten reguliert, also Datenerkennung reguliert. AVB-Daten werden anerkend, dat komt een pakket voorbij. En die dat pakket startet. Hallo, ik ben een pakket van Videoquelle 1. Ik ben de siebte Zeile. Het zijn viertel Zeile. Daar komt een footer, also een Ende. Dat is het Ende des pakket. Man de Switch die wijst: ah, wichtig. Ik moest deze daten de Hauptbahn geben. Komt daar etwas voorbij was er niet erkend, ja, dan gaat er in der kleinere teil der band, der poort. En man kan dat also pro fysische eingang einstellen. Oké, okay, ik ga maar weiter. Wie zo een stroom, ik wil nog etwas erklären. Also, wenn ik das systeem ein Power-Up geben, also ich schalte das den U-Wagen an. Was wird dann passieren? Jeder Quelle und eigentlich auch jeder Listener, die wird sich selbst erkennbar machen auf das Netzwerk. Und wie geht das? Erstmal den Kamera wird ein Advertise tun und sagen, hallo, ich bin ein Kamera, ich bin Quelle 1 und ich bin ein 1080p 50 Hertz. Und das geht dann über das Netzwerk und jeder angeschlossene Gerät wird so ein kleines gelben Notiz bekommen. Hallo, Kamera 1 ist da. Das wird auch Kamera 2 machen. Ich gehe hier ein bisschen schneller. Und das wird Kamera 3. Und jeder Gerät macht das. Wenn das passiert ist, und das ist schnell, innerhalb 50 Millisekunden ist das passiert, dann ist das Netzwerk bekannt mit jeder Produkt, das es gibt. Aber daar wird noch kein Strom gehen. Daar wird noch kein Video über das Netzwerk gehen. Nicht automatisch. Und wie wird das gehen? Also, ich habe jetzt alle Quellen gemacht. Wie wird das gehen? Es wird gehen in eine Subscription-Methode. Also, die Bandwidth Reservation Protocol, die wird dafür gewährleisten, dass nie höher als die Bandbreite, die es gibt, benutzt wird. Und das sieht dann so aus. Also, guck mal, dass da rechts oben, da steht ein Server, die möchte gerne den Quelle von Kamera 1 sich ansehen, also aufnehmen. Ich habe es hier simplifiziert, das heißt, meine Quelle, eine Kamera, benutzt 25% von meinem Netzwerk, das ist theoretisch hier, und ich habe den Bandbreite beschränkt auf 75%. Das ist ein theoretisches Modell hier. Es wird auch ein bisschen schneller gehen. Also ich habe, sag mal, ich habe 10 Gig Backbone und die Kamera benutzt 2,5 Gig. Mal in Theorie. Also den Server rechts oben macht eine Subscription zum Source, zum Quelle, zum Talker 1. Das macht er. Talker 1 sagt, okay, ich bekomme eine Subscription, ich werde meine Video zurückschicken und jetzt läuft das Video. Sie sehen auch hier am oben, dass jetzt 25% meiner totalen Bandbreite ist jetzt benutzt. Wenn da Listener 2 etwas Ähnliches möchte, die möchte auch gerne Stream 1 haben, dann braucht überhaupt nicht ganz zurück nach Kamera zu gehen, er braucht nur zu den ersten Switch to Gain, die Quelle 1 hat, und gleichzeitig wird dann auch Quelle 1 gehen. Auch dort ist dann 25% der Bandbreite benutzt. Dann habe ich eine zweite Quelle, die ein Signal geben möchte nach einem Listener.
hier listener 3 sagen, ich möchte gerne Kamera 2 haben. Er geht über das Netzwerk nach Kamera 2 und dort wird die 2 benutzt. Hier sieht man schon, ich gehe mal zurück, hier sieht man an oben, dass die Geschwindigkeit jetzt 25% der zugelassenen Bandbreite ist und er geht weiter und hier wird auch Quelle 2 am Listener 3 angeschlossen werden. Dann möchte den Listener 2 noch etwas machen. Wir werden den Grenzen suchen. Hier, also Strom 3, Quelle 3, gibt seine 2,5 Gigabit über das Netzwerk. Die hat dann das Ende bereicht, das Ding geht. 2x75% der Interconnection ist benutzt. Und eigentlich ist das für einige Strecken jedenfalls das Maximum möglich. Wenn dann jemand kommt und sagt, ich möchte etwas mehr, ich möchte noch eine vierte Quelle sehen, dann sagt das Netzwerk, Alarm, eine automatische AVB Cloud Defending Bandwidth, und das heißt, die Strom wird nicht dargestellt. Also, was nie passieren wird, ist, dass ein Strom zu viel das ganze Netzwerk zerstört. Das Netzwerk ist jetzt optimal benutzt, 75% von der Backbone-Bandbreite ist dargestellt und die 25%, die ich freigegeben habe für andere Daten, die gibt es. Also mein E-Mail kann noch einfach über das Netzwerk gehen oder in diesem Fall Tally UMD oder SNMP Alarme oder weiß ich, was das noch gibt. Das geht noch immer in eine altmodische Methode. Man soll es eigentlich so sehen, dass die 25% ist wieder ein normale Layer 3 Netzwerk. Die hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Wenn man mehr macht, als die Geschwindigkeit zulässt, dann geht es langsamer. Dann dauert het langer. Und wenn ich 2 FTP-Servers kopiëren möchte, ja, dann dauert das zweimal so lang innerhalb der Bandbreite, die es gibt. Also das Netzwerk wird automatisch in 2 Teilen verteilt. Eine Hauptbahn, ich habe noch ein Bild dafür, wo die wichtige Daten durchgehen, vollständig kontrolliert, und eine Legacy-Datenbahn, die das für andere Daten macht. Ich komme noch dazu. Ja? Ja, nein, selbstverständlich. Nein, nein, wenn das nicht klar war, ich voorzehe, dass eine AVB-Produktionsnetzwerk, die hat 10 Gig Porte für alle Geräte und eine Backbone, ja, ich würde sagen 100 Gigabit und höher. Das Schöne ist, diese Switch hier, das ist eine Extremnetzwerk-Switch, 48 Porte von 10 Gig, die hat eine 480 Gigabit Non-Blocking Backbone zwischen den 48 Porten und die hat eine 160 Gig, das ist 4x40 Gig Uplink. Das Ding kostet List 22.000 US Dollar. Das ist sogar so billig, dass eine normale 3 Gig kleine Kreuzschiene schon Konkurrenz hat. Und die Preis, die wird nur runtergehen und runtergehen. Für Audio wird 1 Gigabit Infrastruktur ausreichend sein. Also ich voorzehe, was man hier sieht, es sind 3 Videoswitches. Das kann eine typische kleine 12 Kamera Produktion sein. Da gibt es dann noch kleinere AVB Switches, die das Audio machen. 1 Gigabit ist mehr als ausreichend für hunderte Audiosignale. Und dann hat man die gleiche Infrastruktur auch für den Tally, UMD und andere Kontrollprotokolle, die in den, sag mal, den 25% Teil der Backbone geht. Aber Sie haben recht, 10 Gig ist nichts. 10 Gig ist eine Endnote
Verbindung, Uplink, wie man das nennt. Also hier habe ich das als eine, ich verstehe das, es sieht aus, als ob ich hier eine normale 10 Gig Port, ja, das geht nicht. Das muss, ich werde auf IBC eine Button haben, also auf meine Jacke, die sagt, das Leben startet mit 100 Gig. Und, aber die Preiserosion ist unglaublich schnell, was ich schon sage. Also 4x40 Gig und 48x10 Gig mit einer internen 480 Gig Backbone und dann 22.000 Dollar List. Das ist schon eine richtige Schritt in AVP Weg. Okay. Den Forwarding en Queuing is die dritte und letzte Technologie, die dafür sorgt, dass das Ding auch richtig geht. Das heißt, bestimmte Daten haben ein Vorwahl, die gewinnen, die möchten immer gleich gaan. Ich habe auch Probleme gehad, um das visuell vorzustellen. Man muss es so sehen, wenn ich eine 48 Port, nou, niet 48, wenn ich 10 Quellen habe, 10 Kamerasignale, die alle synchronisiert sind, dann werden die alle im gleichen Zeit Frame 1 genereren, also auch Zeile 1. Ein AVB-Paket ist in HD so groß wie ein Viertelzeile. Also jeder Viertelzeile von einer Videozeile ist ein komplettes AVB-Paket. Die werden gleichzeitig dargestellt und auch gleichzeitig in den Switch einkommen. Die müssen dann mehr oder weniger seriell über den Uplink gehen. Das Schöne ist, dass die Uplink viele Male schneller ist, also die Geschwindigkeit geht dort hoch und es ist so, als ob man mit beim Autobahn mit 4 Autobahnen auf eine geht, wenn man keinen Stau haben möchte, muss die eine viermal so schnell gehen. Das ist eigentlich die Theorie und das ist auch was passiert. Dabei gibt es noch zwei Lanen und das erkläre ich hier. Also wie sieht das aus? Wenn da wenig Verkehr ist, dann ist es einfach. Hat man auch kein Problem. Auch in einem altmodischen Netzwerk wird das kein Problem sein. Gibt es aber Heavy Traffic, wie hier, ja, dann hat man ein richtiges Thema. Hier ist eigentlich eine AVB-Umgebung nicht zu bauen. Wie soll das aussehen? AVB sieht so aus. Das heißt, man hat zwei unterschiedliche Strecken. Eine Strecke, die kontrolliert wird für den wichtigen Daten und eine Strecke, die für den weniger wichtigen Daten da ist. Und was passiert? Die Daten wird so wie hier bei so einer Ampel synchronisiert dargestellt und synchronisiert auf das Netzwerk geplatzt. Das heißt, es ist nicht möglich, weil es in Theorie sein könnte, dass ich ein Bild von einer Videokamera versuche, ein Komplettbild als ein Paket gleichzeitig zu schicken. Das würde theoretisch möglich sein, aber dann wird man auch Collisions haben. Dann werden die dann gibt es so große Bursts, dass da in einem Moment unglaublich viel Daten da sind und das nächste Moment überhaupt kein Daten. Die Daten werden durch den unterschiedlichen Talker in eine definierte Rhythmus dargestellt und auch in eine definierte Rhythmus auf das Netzwerk, was groß sein sollte, transportiert. Ich hoffe, dass das ein bisschen visualisiert, wie es in Pakettechnologie geht. Jumbo-Packets sind also nicht erlaubt. Paketgrootte in AVB zijn maximaal 1545 bytes, glaube ich. Was passiert auf der separate Teil, der 25%? Ja, das ist uns egal. Das wird nie mehr sein als die
die bandbreedte die es dort gibt. Ich hoffe, dass das ein bisschen erklärt. Als letzte, ja, gibt es noch das AVB-Konfigurationsprotokoll. Das ist standardisiert unter 1722. Dort werden also die individuelle, das ist die Advertising, den Subscription, also Konfigurierung. Man kann auch Control machen, man kann sagen, ich manipuliere eine Videogain oder ich ändere eine Audiophase oder weiß ich, das kann alles über eine Standard Protokoll stattfinden. Die ist definiert. Selbstverständlich wird auch Hersteller unieke Information über das Netzwerk gehen, aber das ist prima. Dafür haben wir den unkontrollierten Teil des Netzwerks, den 25% Teil, wie wir das dann jetzt nennen. Und die können auf jeder Weise, auf eine eigene Weise auch noch Informationen von Quellen von Talker nach Listener schicken und so weiter. Okay, ist AVB dann auch der Zukunft? Wir denken ja, weil es hat so viele Vorteile, die erheblich einfachere Verkabelung, das Signaltransport ist Teil des Backbones, ist Teil der Routing, also eine Layer, eine einzige Kabel theoretisch für alle Daten, die es gibt, den günstigeren Preis mit einer viel höheren Preiserosion, weil die IT-Industrie das für uns darstellt. Und ja, auch die Entwicklungskraft in den IT ist höher. Es gibt jetzt schon 200 Gigabit Ethernet-Strecken, 400 geht schon in Labor und die werden auch bald standardisiert werden. Und 400 Gig als eine Backbone ist schon richtig viel. Erinnern Sie nochmal ein bisschen früher in Präsentation, wie viel brauche ich? Ich brauche so viel, wie ich unieke Quellen habe. In einem konventionele router, sagt man, ich habe 500 mal 3 gig oder 256 mal 3 gig, aber oft werd ein 4-5 kreuz crosspoints stecker, also verdrahtungsschalter benutzt, um unterschiedliche aanhörer zu voorzien van signalen, wie de multiviewer, wie de production switcher, de slow-mo machine en de shader, bekommen alle dat gelijke signaal. In praxis mag man dat niet met een vertaalverstärker, dat is Teil der centrale router, en eigenlijk ziet man dan ook oft dat die centrale router niet kwadraat is, maar meer uitgang als ingang had, maar die compleet, wat is am Ende de unieke bandbreite die man benutzt, die is vele malen kleiner als dat man aan verkabeling ziet. Oké, dat hier wat ik hier heb is een klein, ik hoop dat ze het lezen kunnen. Ende 2011 had een man in AVB groepen in Australië een vergelijk gemaakt. Die had also een 24 camera productionsunit dargesteld en die had damals ohne verkabelingskost 1,2 miljoen dollar gekostet. Om dat in 2011 op AVB te maken, had dat 2,8 miljoen gekostet. En hij had berekend dat dat in 2015 651.000. Also de helft der originale prijs. We hebben ook gehoord dat die prijserosion van de originale infrastructuur nur zeer gering is. Wordt am Ende AVP billiger sein. Ich denke, dass wir jetzt in 2013 sogar wie sagt man das auf Deutsch, Umschlagepunkt ist, wo es vielleicht schon ähnlich ist. Und wenn man dann den Vorteil von Verkabelung und die Besparung und Gewicht und Arbeit, um es zu bauen, kann es sogar ein bisschen billiger sein. Wir sind noch nicht so weit, aber nächstes Jahr wird eine schöne
zal het zijn om dat maar te bewijzen. Jetzt möchte ich auch noch ein bisschen sprechen. Wie haben wir? Oh, ich muss ein bisschen schneller gehen. S2022. Ich würde da über ein kurze Information geben, weil ab und zu sind da Hersteller und Leute, die sagen, ja, nein, AVB, das ist noch keine 100% Standard. S22 ist das. Das ist in Zukunft. Nein, das sind zwei unterschiedliche Tiere. Die haben nichts miteinander zu tun. Ja, okay, die laufen über einen gleichen Netzwerkstärker, aber das ist es. Was ist das? Was ist S2022? Das ist eine standardisierte Technologie. Die kommen von einer den Gruppe MPEG Pro MPEG Forum. Die werden über den Video Service Forum am SENTI standardisiert und jetzt ist das also eine offizielle SENTI-Standard. Es gibt es 6, was für uns wichtig ist, sind die 5 und 6. Das sind in Theorie ist das ein Mitbewerber für AVB, aber eigentlich stoppt die Vergleich, dass S2022 5 und 6 unkomprimierte 3 Gig transportieren können. Was es nicht gibt in S2022 ist eine niedrige Latency. Es ist auch keine inhärente, also datenfähige Quality of Service. Man muss also von außen das Netzwerk einstellen, dass da nicht mehr Signalen hineingehen, als erlaubt sind. Man kann also in einem S2022 Netzwerk, wenn man über den gleichen Strecke etwas falsch macht, also eine richtig große File hin und her steuert, kann man das Netzwerk zerstören. Ich versehe dort auch eine andere Applikation. Ich komme da gleich zurück. AVB, die kennt im Prinzip keine Komprimierung. Den Forward Error Correction ist optional. Die ist eigentlich bei S2020 immer da. Ist eine Lagen 2, eine Layer 2 Umgebung. S2022 ist eine Layer 3 Umgebung. Die kann auch über einen Router gehen. AVB geht nicht über einen Router. Jedenfalls noch nicht. Die zwei sind unterschiedlich, weil die auch keine kontrollierte Verzögerung haben. AVB ist fest. Wenn man das Ding einstellt auf 2 Millisekunden, ist es immer 2 Millisekunden. Das ist bei 2022 nicht. Doch eine wichtige Technologie, weil ich denke, dass die zwei zusammengehen. Also eine AVB Layer 2, abgegrenzte Layer 2 Produktionsumgebung und S2022 als eine Alternative zum Satelliten-Uplink. Das würde so aussehen. Also unsere Idee, wie die Zukunft aussieht, ist, dass es dann unterschiedliche AVB-Produktionsnetzwerke sind, Produktionscloud, und die dann über eine S22 nach das Netzwerk, nach die Distribution gehen. Also die S2022 ist eine Alternative zum Satelliten-Uplink. Und ich denke, dass dort eine milde Compression, like wie JPEG 2000, über eine Gigabit Ethernet Netzwerk, das ist eine typische S2022 Anwendung. Kein Produktion, das denke ich nicht, weil das System eigentlich innerhalb das Netzwerk nicht garantiert ist in seiner Bandbreite. Schön zu sagen ist übrigens, ESPN, den großen Sportproduzent in Amerika, hat in Februar gesagt, jeder Switch, die wir jetzt kaufen in unsere Hardware, in unserem Netzwerk, soll AVB tauglich sein. Audio bei die Leute gibt es schon an AVB, das ist schon fertig und die haben auch vorgesehen, dass es Video sein werde. Das war auch ein Impuls für unsere Switch-Hersteller, IT-Switch-Hersteller, um ein bisschen Geschwindigkeit zu bauen in der Entwicklung von AVB
tauglijke gereden. Hier nog een kleiner shoutbild, wie das aussieht, zusammen. Ik zie hier een schöne Axon-producten, also eine AVB-synchrone Cloud, AVB-netwerk. Dat geht dan naar een gerät, dat van AVB Layer 2, Layer 3 macht. Dan geht man über een publieke netwerk, vielleicht lossless. Visual Lossless Compression, also JPEG 2000, und dann vielleicht nach einer anderen Cloud wieder in Produktion. So denke ich und denkt Axon, dass es sein sollte. Hier ein bisschen unsere Roadmap. Ich werde das nicht viel Zeit, weil ich bin schon am Ende. Am letzten drei Slides, Avnu. Avnu ist das branchespezifisches Forum. Met het ziel dat AVB met AVB gaat. Er zijn in Avnu meerdere groepen. Groep 1 is de Pro Audio groepen. Dat ding is eigenlijk fertig. Er zijn een Automotive groepen. De auto-industrie is zeer geïnteresseerd in AVB om die grote kabelbomen in de toekomst te ersetzen van een AVB-netwerk. Dan gibt es een Konsumentengruppe, also das ist auch für Heimbenutzung. Und dann haben wir jetzt seit Ende letztes Jahr eine Pro-Videogruppe, die von meiner Boss, unserer CEO Jan Eveleens, Vorsitzende ist und den letzten Monaten dafür gesorgt hat, dass da schon eine erste Klasse Pro-Video standaard voorgesteld worden kan. De gründer van Avnu zijn Cisco, Intel, Broadcom, Hartmann en Xilinx. Cisco is daarbij, had overigens nog niet versproken dat die AVB tauglich werden möchten. Dat zijn die promotor. Nog vele audioleute. Dat zijn ook enige onderwasser. Kollegen, die nog niet öffentlich daaruit komen dat ze daarbij zijn. Maar die groepen die wacht wochenlich. En ja, het ziet eigenlijk zeer goed uit. En dat was het. Ja, ich möchte auch dazu sagen, dass wir als Broadcast-Hersteller auch sehr kritisch nach den Softwarelagen, die über AVB geht, teilhaben möchte, weil unsere Industrie möchte gerne Kreuzschäne noch immer benutzen wie eine XY-Arte, Quelle und Destination, dass da unter Wasser dann etwas passiert, was
Was IT-fähig ist, prima. Aber den Außenseiter soll sich aussehen, wie man das gewöhnt ist. Mit selbstverständlich die Vorteile, die ich gegeben habe. Das kommt noch dazu. Wir sind auch noch nicht fertig. Das Nummer, was ich jetzt gehört habe, ist 50 Millisekunden. Also eine komplette Handshake. Hallo, ich bin eine Quelle. Ich bin eine Listener und ich möchte eine Talker das Signal bekommen. Das dauert 50 Millisekunden. Den zweite Frage könnte sein, kann man dann live schalten zwischen zwei? Nein, das kann man nicht. Wenn man live schaltet zwischen zwei Quellen, müssen die beide beim Listener vorhanden sein. Also in einem Produktionsswitcher, wenn man von A nach B eine hard cut macht, dann muss die schon da sein. Das geht nicht über ein Subscription. Das dauert zu lange. Ja, in Theorie, und das muss dann auch noch am Ende bewiesen werden, können zwei unterschiedliche Produktionsebenen über GPS aneinander gelockt werden. Von den GPS benutzt man den Epoch, den Zeitstamp, und den Theorie würden sagen, dass dann auch die zwei, in diesem Fall Fußballstadion, auch 100% synchron gehen. Wenn man zwei Ausgangssignale von den zwei separaten Produktionen mischen möchte, denke ich, dass da doch eine kleine Phasekorrektur notwendig ist. So schön wird das Leben nicht sein, aber wir erwarten, dass das subframe ist und dass es auch nicht läuft. Sehr wichtig, dass die Phasenunterschied stabil ist und unterhalb ein Frame. An die andere Seite muss man auch sagen, ich erwarte nicht schnell, dass 10 Gig links zwischen Städter oder über publieke Netzwerk dargestellt werden kann. Das wird doch immer über eine wenig komprimierte Produktions-, also Contribution Line gehen, wo ich noch 100, 120 Megabit habe, aber dann ist die Verzögerung auch ein bisschen mehr als ein paar Millisekunden und auch einige Frames sein. Ich hoffe. Exakt. Ja, das ist das Bild, was wir haben. Ja. Da muss ich mal denken, den 1723 ist die Timestamp. Da muss ich mal meine... Innerhalb AVB benutzt man, ik ben den nummer verloren, ik glaube niet dat dat 1733 war. Ik glaube dat 1733 een separate timestamp idee is, die jetzt geht. Wenn ik daar recht heb, Wilfried. Ik ben niet een grote fan van een nieuwe separate layer voor Synchronisierung. Es gibt jetzt einen Vorschlag, um unsere Komposit-Video zu ersetzen von einem Ethernet-Layer. Ja, prima. Innerhalb AVB. Nicht separat. Gleiche Duration, gleiche Infrastruktur. Das ist meine Idee. Von Video und AVB-Paket ist um Nachfrage.
Ja, daar haben Sie recht, Andreas. Das ist nicht, war auch für uns nicht ideal, aber erst 2022 ist schon fertig. Und wir haben geguckt, ob der Einteilung der Pakete von 2022 zu benutzen war, weil das war viele Male einfacher, aber es hat so viele Nachteile gehabt für Timing und niedrige Verzögerung, dass da auch etwas geändert ist. Zum Beispiel, wir waren dafür sehr gespannt, nein, nicht gespannt, ist nicht richtig, wir fanden es sehr wichtig, dass Pakete ungefähr vollständig benutzt werden. In AVB ist es möglich, dass ein Paket ein Teil von Zeile 13 und ein Teil von Zeile 14 in sich hat. Das haben wir als nicht ideal erfunden. Wir haben deshalb pro Standard eine optimierte Paketverteilung dargestellt. Und das hat dann als Vorteil, dass dass Synchronisierung einfacher ist, weil man immer wisst, wo das Paket hergestellt ist. Und auch, dass es nicht ein Ethernet-Paket gibt mit nur 3 Pixel. Das war auch ein bisschen schlimm gewesen. Also die ist gleich verteilt. Und beim SD ist das schön, da gehen 2 Pakete pro Zeile, bei HD 4 Pakete. Und so werden wir das optimieren, vor allem um die Latency, Verzögerung und den Timing zu optimieren. Ich denke übrigens, dass das Einpacken und Auspacken nicht sehr lange dauern darf. Das kann innerhalb von Zeilenlänge, 1, 2, 3 Zeilen, kann man schon vom Paket Weise nach Paketweise gehen. Aber erst 2022 ist nicht für Live-Betrieb. Es ist eine, erst 2022 ist eine fertiges Live-Signal. Und dass das eine halbe Sekunde später das Netzwerk nach den Endkunden geht, ja, das ist normal. Aber das Vermischen von S2022 Signalen, ja, das geht überhaupt nicht. Das ist eine andere Antwort. Es sind richtig 2 unterschiedliche Anwendungen. Ja, das ist eine. Ja. Die Wunsch, die gibt es, die kommt vor allem aus dem Audiobereich mit sehr großen, und das ist wo Wilfried herkommt, Konferenz-Situationen, wo eigentlich eine Subnet nicht ausreichend ist. Obwohl es keine IP-Adresse gibt, denn man kann AVB, wie es jetzt ist, nicht über einen Router schicken. Für Audio gibt es Dante und Ravenna zum Beispiel. Das sind alle Layer 3 Technologien. Aber da muss man auch dazu sagen, Dante geht eigentlich auch nicht einwandfrei über einen normal billig Switch von Mediamarkt. Die soll auch ein bisschen konfiguriert werden. Ich denke, in Video, wo die Geschwindigkeit so groß ist, in den nächsten 5 Jahren sind wir schon sehr froh, dass das Netzwerk beginnt und endet in die Produktion und keine Leute außerhalb des Netzwerks Einfluss haben. Und dann muss man so eine Brücke bauen, die es dann über eine, aber ich denke auch, guck mal, eine Produktion ist 3 Gig.
dan möchte man vielleicht eine Preview oder ein Programm über das Netzwerk schicken. Das ist 6 Gig auf Daten über ein publik Netzwerk. Das dauert noch ein bisschen. Ich denke, dass wenn man eine stabile 1 Gig Infrastruktur zwischen 2 Städten hat, dann bin ich schon sehr froh. Und das wird dann mit JTAG 2000 gehen. Und dann ist den Layer 3 Infrastruktur mit S2020 super. 2 unterschiedliche, ja. Ja, ich kann sagen, das stimmt. Wir haben auch die gleiche Meinung. Ob es am Ende der Tage AVB oder AVD oder AVF werden sein, das wissen wir auch nicht. Bis jetzt sind auch noch nicht sehr große Lochen geschossen in den Theorie. Das heißt, dass da ist niemand, die mit etwas vorbeikommt, das sich viel besser anhört. Das Schöne ist, dass es, da ist ein, ich habe das übernommen von jemand anders. Da ist eine Theorie, die ein bisschen gegen alle andere Theorien eingeht, aber Ethernet gewinnt immer. Und wenn man das übernimmt, man hat es versucht mit ATM, da sind jetzt auch Geschichten über InfiniBand, alles wunderschön, Ethernet wird gewinnen. Am Ende der Tage. Und wenn man das übernimmt, dann wird es eine Theorie wie AVB sehr gut passen. Ja. Gut, vielen Dank.